Moin sind Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Infinity. Wir haben ja beim letzten Mal hier unser Farbenspiel fertig gemacht und damit werden wir jetzt mal beginnen. Genau, pass auf. Der erste Reaktor ist einfach mal blau. Das lege ich jetzt einfach mal so fest. Und das hier hinten ist dann die Nummer 1. So, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Dann müssen wir hier einmal hin. Das wird ganz schön eng, glaube ich. Wobei, ne, ist nicht so wild. Wobei... Das kriegen wir nie passend hin mit den römischen Zahlen, weil die Fläche viel zu klein ist. Fällt mir gerade auf. Aber das macht nichts. Das machen wir einfach so. Jetzt haben wir hier... Ja. Drei. Ich möchte ein bisschen höher gehen, weil... Hier kommt dann noch so eine Eingangsbeleuchtung hin. Also wir haben hier einmal das Ding. Einmal frei. Carpenters Block, Lampe, Carpenters Block. Hier frei. Eigentlich würde hier erst die Markierung kommen. Nummer 1. Ich rechne nochmal nach. Wir haben hier, also das machen wir so ähnlich wie hier vorne bei dem Gebäude. Wie gesagt, wir gehen hier einmal rum, haben hier einen Carpenters Block, haben hier einmal frei, haben hier einen Carpenters Block, da die Lampe, Carpenters Block, einmal frei. Passt. Müsste also gehen. Jetzt habe ich, genau, 3. Ja, schauen wir mal. Hier müssen wir jetzt auch gucken. Wir sind zwei Blöcke reingegangen, genau. Hier ist die Mitte. Zack, zack. Ich gehe noch... Achso, das muss ja eine andere Farbe sein, ich Idiot. Boah, Mann. Verwirrung pur. Ich wollte hier eigentlich nur noch einen höher gehen. Ganz schön widerspenstig, das Zeug. Ja, den zweiten. Mal gucken, welche Farbe wir da annehmen. Ist ja egal. So, das haben wir. Ich nehme jetzt einfach mal... Ne, komm, nehmen wir grün. Nummer 2. Dann haben wir hier hinten die Nummer 3. Dann müssen wir das alles hier rauskloppen. Rein theoretisch könnten wir auch mit einem Computer so eine Anzeige machen, welche Nummer das ist, aber ganz ehrlich, wir brauchen es ja nicht übertreiben. Weil das tun wir schon genug. So, Nummer 3. Jetzt bin ich am Überlegen. Den hier brauchen wir nicht, die 4 machen wir jetzt mal Magenta. Eventuell. Na, warte mal, ich guck mal. Wenn wir das so machen, sieht das ungefähr wie ein V aus. Sieht komisch aus, ne? Ist egal. Von mir aus ist es irgendein kryptisches Zeichen. Total egal. So. Nee, das wird nicht passen einfach. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Machen wir denn das? Ob ich eine richtige 4 hinbekomme? Ich glaube nicht, oder? Ja, wobei, wir können ja mal irgendwas testen. Es muss ja keine richtige sein. Es muss ja nur dazu... Oder muss ja nur erkenntlich sein. So, dann reißen wir das nochmal ab hier. Und dann schaffe ich mir hier erstmal so ein bisschen Platz. So. Das könnten wir doch machen eigentlich so, und das reicht ja schon. Aber dann müssen wir noch einen rübergehen. Quasi. So. Das reicht ja schon völlig. Ist ja super als 4 zu erkennen. Der muss weg. Und dann sind wir ja hier wieder auf der Höhe. Achso, hier unten. Der muss auch noch weg, natürlich. Kann man doch erkennen. Kein Problem. 2 drüber. Der ist auch 2 drüber. Ja, cool. Dann füllen wir hier wieder auf. Passt, würde ich sagen.
Jetzt wird's, glaube ich, richtig interessant. Ich sollte natürlich hier auf die andere Seite gehen. Überall irgendwelche Viecher, aber egal. Das juckt mich ehrlich gesagt recht wenig. So, Magenta ist durch. Dann nehmen wir jetzt mal Leim. Ja, Leim passt. Dann geht mir das auch nicht mehr auf den Leim. Der ist jetzt allerdings 3 drüber. Das ist schon wieder eine Sache, die mich an sich ganz schön nervt. Aber vielleicht machen wir den Rest einfach noch einen höher, weil mit der 5 ist es nicht anders umsetzbar. Dann machen wir alle nochmal einen Block höher. Passt. So, das hier war Magenta, ne? Zack. Ja, kann man machen. Genau, Blau brauchen wir noch. Und Grün, genau. Dann haben wir das nämlich soweit safe. Gut, wunderbar. Dann als nächstes würde ich sagen, das kann weg und wir nehmen Purple. Könnten wir eigentlich auch so machen. Gut, jetzt haben wir hier die Nummer 6. Auch easy going. Ganz simpel gemacht. Kein Ding. So, hier können wir wieder voll machen. Upala. Der sollte eigentlich nicht hier sein. 5, 6. Dann haben wir hier die Nummer 7 und da die Nummer 8. Gut, der ist durch. Dann machen wir hier den Krempel nochmal weg. Eventuell, wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, werden wir vielleicht doch nochmal die Computervariante testen zumindest. Weil ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt. Aber ich denke mal, es geht erstmal auf jeden Fall. So, hier nehmen wir mal eben Braun. Die 7. Oh. Das sieht irgendwie sehr komisch aus. Da können wir das lieber so machen. Sieht zwar fast aus wie eine 1, aber da wir die 1 da hinten anders gemacht haben, kann man das, glaube ich, erkennen. Okay. Dann noch eben die 8. Die ist simpel. Da mache ich mir überhaupt keinen Stress. Läuft. Ist auch 3 drüber. Perfekt. So, dann hätten wir das schon mal geklärt. Nice. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Durchnummerierung fertig und die farbliche Markierung. Und das, ja, wird uns nachher oder später, im sehr viel späteren Verlauf, die Arbeit um einiges erleichtern. Doch, ich glaube, wir können das so lassen. Später sieht man das ja nicht mehr von der anderen Seite. Das ist ja total egal. Also wenn ich jetzt von hier gucke, sehe ich ja nachher 4, 2, 1 und 3 nicht mehr. Dann sehe ich das ja nur noch von vorne. Ja, das passt. Doch, das lassen wir so. Ja, cool. Die Wolle an sich, die kann weg. So. Und ja, wie gesagt, die Kollegen hier werden noch ein bisschen höher gebaut. Vielleicht so 5 Blöcke oder so, also 5 Reihen. Müssen wir mal sehen. Aber zunächst geht's erstmal zurück zum Haus. Sogar noch markiert, perfekt. Dann können wir den Marble reinschmeißen. Halt, warte, nee, können wir nicht. Ich möchte noch so ein bisschen bei der Kontrollzentrale weitermachen. Immer mal so nebenbei, sodass wir uns da so Stück für Stück vorarbeiten. Denke mal, das ist ein Deal, oder? Hier habe ich einen vergessen, naja. So, auf zur Baustelle. Können wir den wieder tauschen? Läuft. Genau, einfach stumpf nach oben. Weil das hat auch Vorteile, weil dann können wir nämlich den Building Guide hier wieder abbauen demnächst. Und dann sind es wieder ein paar Frames pro Sekunde mehr. Wir haben das ja am Wochenende im Livestream schon gesehen, wo wir hier alles voller Building Guides hatten.
Also ich hatte nur noch 12 Frames oder so, oder 13 mal, 14, 15, aber viel mehr auch nicht. Also das war schon echt heftig. Aber das sind halt diese, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht vorhandenen Blöcke, die aber trotzdem angezeigt werden, die er halt mit bearbeiten muss. Und ja, das ist dann wohl doch schon ein bisschen anstrengend. Vor allem in der Menge. Macht man ja normalerweise nicht so in diesem Ausmaße, aber ja. Jetzt haben wir zumindest mal gesehen, was dann passiert. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ah, bald Halbzeit, würde ich sagen. Also das ist schon bequem. Nun gut. Ah, da sind wir schon. Nice, was haben wir hier noch? Ja, die paar Stacks hauen wir jetzt noch durch. Weil dann können wir nämlich am Freitag im Livestream interessantere Sachen machen als das hier. Und das ist schon cool. Das gefällt mir richtig gut. Ich denke, wenn wir morgen hier noch so ein paar Klötze reinhauen und vielleicht Freitag in der Folge noch ein bisschen, dann sollten wir hiermit eigentlich so ziemlich durch sein. Zumindest halt von der Außenhülle her. Und hier drin wird es dann verdammt dunkel sein. Aber ganz im Ernst, das ist mir egal. So, was haben wir denn noch? 3 Stacks und ein bisschen, passt. Ist aber auch heftig, was wir hier bisher an Marble oder generell an Material reingesteckt haben. Und ich bin halt einfach gespannt, wo es hinführt. So, 1,5 Stacks noch, dann haben wir's. Und dann müssen wir erstmal schauen, wie weit wir sind. Wir haben Stream am Freitag, müssen wir mal schauen. Eventuell bauen wir das Wachgebäude vorne noch, wo halt die Schranke mit hinkommt und so weiter. Und ja, jetzt so die Woche über wollte ich vielleicht noch hier und da so einen kleinen Fußboden mit reinziehen. Oh, wir sind durch. Damit wir auch das bald abschließen können. Und an sich gibt es einfach noch genug zu tun. Das ist ja nun mal eine Großbaustelle hier. Ja, da brauchen wir uns gar nicht zu beschweren, dass wir nichts zu tun haben. Also, das ist, glaube ich, das geringste Problem. So, wir sind jetzt ungefähr bei 12,5 Minuten. Ich werde mal Folgendes tun. Ich werde hier bei der Nummer 1 schon mal anfangen, den Fußboden auszuheben. Damit wir auch hier dann demnächst mal anfangen können, ein bisschen was reinzuziehen. Und ja, dann sieht das wohl diese Woche doch ein bisschen schlecht aus mit technischem Kram, aber ist ja Wayne. Nützt halt nichts ohne vernünftige Gebäude. Ja, so langsam mache ich den Bogen raus hier. Gerade bei diesen rundlichen Gebäuden. Auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Übung einfach den Meister macht. Ja, dann haben wir diesmal, glaube ich, so eine richtige Bauwoche gemacht. Aber kann man mal machen, glaube ich. Und wir sind ja auch noch nicht ganz fertig, was so diese Bauwoche angeht. So. Jo, dann haben wir es hier gleich geschafft. Sehr nice. Ach so, ich sollte vielleicht mal wieder hier der Gerät anschmeißen, bevor die Schaufel kaputt geht. Ja, und dann sind wir hier gleich durch. Perfekt. So, nice. Ich denke mal, wir schmeißen den ganzen Krempel wieder ins System rein und müllen das damit ein bisschen zu, aber macht ja nichts, wir haben ja genug Speicher.
Dann können wir das Ding wieder ausschmeißen, ausschalten, genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben heute eine ganze Menge geschafft. Wir haben ein bisschen Malen nach Zahlen gemacht, haben ein bisschen Gras weggehauen. Ja, wie gesagt, ist halt momentan mehr so im Bautrip, sagen wir das mal so. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre cool und dann haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.